Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X, wo wir in Komlexia endlich angekommen sind. Und naja, hier hat es ja ganz schön viel mit Steinen auf sich, wie man hier sieht. Man hat die Stadt schlicht gehalten, aber man hat halt viel mit Steinen hier zu tun. Und Lucario! Oh, du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Kario! Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Namen an dir gefressen hat, oder? Ja, das Linke. Konnte man ja nicht übersehen. So, eine Herausforderung von der Arenaleiterin. Wunderbar. Ja, Arenaleiterin Conny. Bekommen wir etwa hier schon den Orden? Nein, natürlich nicht. Aber sie hat halt Kampf-Pokémon. Ja, und gegen ein Lucario. Wir sind eigentlich gerade voll im Nachteil. Ja. Wir sind voll im Nachteil. Deswegen sollte ich mal das Pokémon vielleicht einwechseln. Und zwar hat Glurak eigentlich gute Chancen. Eigentlich, wenn er nicht noch ein Problem wäre. Wenn er nämlich nicht immer dann nicht gehorchen würde. Oder so. Aber ich finde es immer schön, wie sie diesen Hintergrund gestalten. Das ist schon ganz interessant. Und Glurak hat die Attacke abgewehrt. Na komm, dann kannst du hier aber auch mal mit einem Funkenflug ordentlich Schaden anrichten. Ja, wunderbar, Glurak. Warum nicht immer so? Dann geht es uns allen noch viel besser. Sehr effektiv, wunderbar, wurde besiegt. Alles klar. So, Glurak erhält einige spezielle EP. So, und oh, Frogger erreicht Stufe 32, Mediti endlich Stufe 25 und versucht Gedankengut zu erlernen. Eigentlich nicht, weil das erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung. Du bist eigentlich ein physischer Sweeper, deswegen brauchen wir das nicht. Nein, wir möchten das nicht, also bekannte Attacken behalten und ja, es soll weitergehen. Also, deswegen setzt als nächstes Lucario ein. Nein, wir möchten das Pokémon nicht wechseln. So, also, was haben wir denn hier noch zu bieten? Feuerzahn, Funkenflug. Ach komm, wir machen mal einen Feuerzahn. Ist ungehorsam. Metallsound. Was macht das jetzt? Es senkt irgendwas. Und zwar die Spezialverteidigung sinkt stark. Das ist natürlich ein Problem. Steigerungshieb. Was aber trotzdem nicht viel abzieht, wenn du physisch angreifst, nützt dir das nichts, meinen Spezialangriff zu senken. Glurak? Glurak, man kann auch mal gehorchen, oder? So, jetzt Feuerzahn. Setz Offenlegung ein, okay. Das macht jetzt aber auch nicht viel mehr. Okay, Funkenflug, dann musst du mal wieder ran. Also irgendwie ist das schon ein bisschen seltsam, gerade mit Glurak. Gut, Glurak, du musst auch gar nichts machen. Du kannst dich auch besiegen lassen über lange Zeit. Dann ist es aber deine Schuld. Geht doch endlich. Meine Güte. Wehrt sich ab, also wendet sich ab, gehorcht nicht. Und es war ein Volltreffer. Ja, wunderbar. Ja, hätte ich eine Kampfattacke. Ja, wenn ich eine Kampfattacke hätte, wäre das viel cooler. Schwertgeist erreicht Stufe 29 und versucht Schlitzer zu erlernen. Hui. Ja, da möchten wir eine Attacke vergessen. Die werde ich mal behalten. Verfolgung macht natürlich doppelten Schaden an, wenn das Pokémon ausgetauscht werden will. Das ist aber eine Prio-Attacke hier, Schattenstoß. Warte mal, das ist gegen Psycho und... Warte mal, gegen Psycho und Geist effektiv. Das ist aber auch dagegen effektiv. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich lieber behalten sollte. Zumal das ja hier eine Prio-Attacke ist, die man mal zur Not anwenden kann. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Das macht natürlich beim Austausch doppelten Schaden, aber... Ja, wie machen wir denn das? Ich vergesse mal Verfolgung. Zumal es darauf eh keinen Step gibt. Deswegen eine Step-Attacke sollte man schon mal haben. Und Schwertgeist erlernt Schlitzer. Das kann er bei dem Angriff auch mal gebrauchen. So. Mit einem hohen Volltreffer ist es natürlich auch nicht schlecht. Ach verdammt. Jetzt verstehe ich. Nee. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arenaleiterin von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Also besteht da dann, ja? Okay. Gut. Dann sind wir jetzt auf Route 11, auf den Miroir-Weg.
Achso, da kommen wir irgendwie später hin. Jetzt setzen wir aber erstmal hier dieses Item ein, diesen Item-Radar. Na, gucken wir mal. Glottpolierte Steine sind etwas ganz Tolles, wenn du mich fragst. Und da haben wir einen nächsten Psycho wahrscheinlich. Ah, da haben wir erstmal eine Bäre. Körper und Geist sind auf den Gegner fixiert und alle Kanäle auf Empfang gestellt. Okay. Du musst nicht so komisch reden. Was hast du denn dagegen? Das ist nun mal meine Redensart. Na, okay, dann mach weiter. Aber lass mich da bitte in Ruhe. Okay. Na gut, also. Schattensturz, Flieg und Sieg. Flieg einfach. Ach ja, wir kommen in eine Höhle, die mächtig problematisch werden kann, weil es dort Pokémon gibt, die mir nicht gefallen mögen. Da gibt es wirklich einige, die mir nicht gefallen. Cedar erreicht schon mal Stufe 31. Wunderbar. Versucht Risikotecke zu erlernen. Bekannte Attacken behalten. Ja, bekannte Attacken ganz einfach behalten. Geradax erreicht schon mal Stufe 25. Und dann setzen wir als nächstes Symbolara ein. Warte mal, was war ein Symbolara? Ein Psycho-Pokémon, sogar Psycho-Flug. Deswegen werde ich hier ganz einfach mal Schattenstoß anwenden. Schattenstoß, Flieg und Sieg ganz einfach. Ja, das ist schon mal sehr effektiv. Du machst ein Lichtschild, um dich physisch zu stärken. Na gut, wenn du das überstehst, dann... Ach, ist eh egal. Ich greife sowieso zuerst an, deswegen ist mir das gerade egal. So, sehr effektiv und Symbolara wurde trotzdem besiegt. Hat keine Weiterentwicklung des Pokémon. So. Und keine, ja, keine Dings, EP, also keine Levelabschied. Oh je, das war aber nichts. Da, du überzeugst meine Vorstellungskraft. Ja, kannst du mal sehen. Ich soll doch mal gucken, falls hier weitere Trainer auftauchen. Ja? Ah ja, hier. Nämlich einen Supertrank haben wir hier gefunden. Wunderbar. Den nehmen wir natürlich auch dankend an. Und dann haben wir hier noch eine Zitrubeere. Nehmen wir natürlich auch sehr gern an. So, und dann geht es hier weiter. Ah, das wird eine Trainerin mit Kampf-Pokémon sein. Kämpferinnen wie ich ziehen ihre Energie einzig und allein aus dem Gürtel um ihre Hüften. Ja, ich ziehe meine Kraft auch aus den Hüften, weißt du? Oh Gott, war der schlecht, ja. Ich weiß. Linfu. Ich weiß nur nicht, welches Pokémon das immer ist. Achso, das muss ein Kampfviech sein. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich bin Stahl. Obwohl, warte mal. Wir machen erstmal einen Schwerttanz. Achso, Kampfattacken haben ja keine Wirkung. Oder vermoge ich normal? Nee, irgendwie nicht. Naja, ist ja nun auch egal. Also, dann setzen wir mal den Schlitzer ein. Mal gucken. Ja, natürlich schlägt das fehl. Kann ja auch bei mir nicht treffen. So, Schlitzer hat schon mal einiges getan. Dann probieren wir mal den Schattenstoß. Ja, der wird auch noch ein bisschen was anrichten. Und wie viel? Ja, normal. Aber es wurde schon mal besiegt. Also rein theoretisch könnte ich sogar... Dann brauche ich nicht mal einen Emolger. Wunderbar. Du besiegst Ray. Wenn der Gürtel richtig sitzt, schnürt er mir die Hüften zusammen und verleiht mir so mehr Kraft. Aha. Interessant, aber hat dir gerade nicht viel gebracht, merkst du selbst, oder? So. Wenn ich es nicht vergesse... Oh, Holo-Nachricht erhalten. Dann gucken wir doch mal geschwind hinein. Hallo, wenn ich mich nicht irre, solltest du demnächst in Yantara City ankommen. Das bedeutet, dein Pokémon-Abenteuer in der Kalos-Region macht große Fortschritte. Yantara City ist übrigens das Zuhause eines großen Gelehrten in Sachen Mega-Entwicklung. Deswegen nennen ihn auch alle Mr. Mega. Deinen Freunden habe ich auch schon von ihm erzählt. Schau unbedingt bei ihm vorbei. Jo. Wie einige schreiben, schau unbedingt auch mal auf meinem Kanal vorbei. Und so. Okay, da ist die Höhle. Deswegen... Watschen wir erstmal hier hindurch, ja? Begegnen einem wilden Pokémon, welchem zum Beispiel? Ach Gott, ein Klingplim. Klingplim. Oder so ähnlich. Stufe 21, da könnte ja eigentlich... ein Schattenstoß, es wird schon kein Volltreffer sein. Es macht zwar 60, also hat zwar 60 Stärke, aber es wird jetzt kein Volltreffer sein. Okay, es besiegt es trotzdem einfach so. Ja gut, Klingplim haben wir jetzt einfach mal besiegt. Gut. Dann ist dem halt so. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Dann gehen wir erstmal weiter. Sammeln hier diesen Pokéball ein. Einen Hypertrank, ja, der kann uns auch mal helfen. Ist natürlich auch nicht schlecht, ja. So, und hier oben... Was ist denn hier oben? Hier wartet bestimmt ein Luftkampf auf mich, oder?
So. Und nun? So, warum schlägt das hier nicht mehr an? Ach so, warte mal. Kann es sein? Ah ja, hier. Ein Donnerstein schon wieder? Hat man nicht schon wieder einen Donnerstein? Oder hat man nicht bereits schon einen bekommen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass hier ein Luftkampf auf uns wartet. Da bin ich mal gespannt, welches Luftikus-Pokémon denn dort auf uns wartet. Hast du Lust, auf einen Himmelskampf gegen mich? Wir gucken mal. Wir gucken ganz einfach mal. Mal gucken, ob das jetzt gut geht. So. Elia. Emolga. Das ist natürlich auch ein ganz fieses Flug-Pokémon. Weil es halt Elektroflug ist. Das ist halt ziemlich böse. Und das kann natürlich auch bei Glurak einiges an Schaden anrichten. Deswegen hoffen wir, dass es gerade das eigentlich nicht tut und es wendet sich ab. So, gegen Spezialattacken schützt es sich gerade. Aber Funkenflug sollte trotzdem genügend anrichten. Ich meine, das ist Step und, naja, viel zu overpowered eigentlich, wenn man es mal so sieht. Aber Emolga ist an sich ein cooles Pokémon. Und Glurak erreicht Stufe 43. Oh, da kann man schon mal nicht meckern. Aber Glurak will ich halt erstmal nur im, ja, Notfall anwenden. Und Wingull, das ist natürlich weniger Dufte. Deswegen sollten wir mal versuchen, mit einem Luftschnitt zu treffen. In der Hoffnung, dass Wingull dadurch besiegt wird. Ja, wunderbar. Haben wir jetzt also nichts zu befürchten. Na, könnte auch ganz anders ausgehen. So, und wen haben wir jetzt? Bedroher. Ach, dieses Pokémon. Ja, ich erinnere mich. Und wenn du meinen Angriff senkst, mache ich einfach... Okay, muss mir erstmal eine Fassade antun. Was ist Fassade eigentlich von Attackentyp? Keine Ahnung. Muss ich mal irgendwann nachgucken. Ja, es gibt vor nichts zu bemerken. Hm, ich sehe schon. Oh, Leute, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Och, Glurak. Das ist der Hammer, das weißt du. Jetzt mach hier. Ja. Was soll man davon halten? Glurak! Danke. Geht doch. Man muss nur ein bisschen meckern. Ich meine, dass es so oft ungehorsam ist, das ist... Naja, gut. Lassen wir diese Sache, aber wir haben die erstmal besiegt, die Himmelstrainerin. Offenbar war dieser Widerstand sogar etwas zu gering. Zumindest der gegenüber deinem Angriff. Da könntest du durchaus recht haben. Könntest du sogar sehr viel recht haben. So, haben wir das jetzt hier erstmal eingesammelt und dann müssen wir hier erstmal wieder durch. Um, naja, meine Pokémon zu heilen. Das auf jeden Fall. Aber welches wilde Pokémon erwartet uns hier? Wieder ein Klinkplim? Okay, ich versuch's jetzt erstmal anders. Ich versuche jetzt erstmal auf die Uhr zu gucken, damit ich die Zeit im Kopf habe. Eine Zornklinge. Die macht ja auch schon einiges an Schaden. Holla die Waldfee. Aber Erstauner macht natürlich, naja gut, wenig Schaden an mir. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier auf den Beutel und gucken, dass ich mit dem Superball das Klingplim einsammeln kann. Klingplim! Du bist... nun mein. Wunderbar. Klinkplim wurde gefangen. Sehr schön. Naja, ein paar EP noch, aber kein Levelanstieg. Deswegen kann der Pokédex seines Amtes walten und vorlesen, was es mit Klinkplim auf sich hat. Klinkplim Nummer 111. Glöckchen. Typ Psycho. Größe 0,2 Meter. Masse 0,6 Kilogramm. Jedes Mal, wenn es hüpft, entsteht ein klingender Laut. Seine hohen Schreie machen die Gegner taub. Und möchten wir ihm einen Spitznamen geben? Nein, möchten wir natürlich nicht. Das möchten wir ganz und gar nicht, deswegen wird es einfach auf Box 2 geschickt und wir geben ihm auch keinen Spitznamen. Also, versuchen wir hier erstmal wieder durchzukommen. Natürlich, natürlich, ich habe schon verstanden. Ach, wieder ein Klingplim, die scheinen hier wohl Dauergäste zu sein oder zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu erscheinen. Deswegen machen wir mal Flucht. Und wenn ich meine Pokémon geheilt habe, sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder. So, da bin ich wieder. Aber mir ist ja noch dieser Busch aufgefallen. Deswegen setzen wir hier erstmal Zerschneider ein. Denn darüber können wir, denke ich mal, über einen kleinen Umweg noch eine TM einsammeln. Das machen wir natürlich auch, aber Tipps für Trainer. Beim Fangen eines Pokémon kann es vorkommen, dass der Pokéball nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen trifft umso häufiger auf, je mehr Pokémon gefangen werden. Man nennt dies einen
Schnäppchen fangen, da das Pokémon dadurch leichter gefangen werden kann. Ach so, deswegen habe ich das vielleicht schon mal erlebt, weil ich halt gerne auch... Oh, Steinpoliturm. Ich glaube, das steigerte irgendwie die Init oder sowas. Ja, das war irgendwie sowas mit der Init. Aber wie dem auch sei, ich habe offscreen, als ich hier lang gegangen bin, noch einen Schwarm von Nidoran, männlich und weiblich sogar gesehen. Das war nämlich auch dabei. Ach, jetzt haben wir wieder ein Klingplim wahrscheinlich, oder? Nein, wir haben ein Deden. Hallo Deden. Das ist auch ein ganz nerviges Pokémon, aber da es ja hieß, je mehr wir haben, desto mehr kann das eingesetzt werden. Ja, Charme, das senkt meinen Fluchtwert. Das ist mir aber sowas von egal, sage ich euch. Deswegen mache ich erstmal eine Zornklinge. Die wird jetzt nicht viel Schaden anrichten. Ganz und gar nicht viel. Dann sollten wir lieber auf eine Prio-Attacke zurückgreifen. Celebi hätte ich natürlich dabei haben können, um Pokémon besser fangen zu können. Ja, komm, mach ruhig. Aber wie viel hält das aus? Ich meine, hallo? Das ist schon ganz schön fies hier. So, Schattenstoß. Schattenstoß können wir natürlich auch anwenden, ja. Quatsch, das werde ich auch weiterhin anwenden. Solange der jetzt nicht mit Wangenrubler kommt. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, das war auf jeden Fall nicht Wangenrubler. Schwertgeist wurde Energie abgesagt. Okay, 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 okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Schlitzer. So, Schlitzer, Flieg und Sieg. Parabolschlag, okay. Ist das, was ihn heilt? Ja. Alles klar, das ist ja eine sehr interessante Technik. So, Schlitzer, Flieg und Sieg. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie mache ich hier verdammt wenig Schaden. Und dieser Parabolschlag, der macht verdammt viel, muss ich feststellen. Also holla die Waldfee. Ja, da war der Schwerttanz jetzt eigentlich total umsonst. Denn jetzt habe ich hier keine Chance mehr mit ihm, deswegen wechsle ich mal ein Pokémon ein. Wir setzen mal auf, ja, auf wen? Nehmen wir Cedar. Wir nehmen einfach Cedar. Mal gucken, was er dagegen ausrichten kann. Vielleicht macht er da ein bisschen mehr Schaden. Wir schauen ganz einfach mal. Vielleicht ist es auch einfach nur die physische Verteidigung. Charme setzt du ein. Ja, wunderbar. Das interessiert mich recht wenig. Ach so, der Angriff wurde natürlich stark gesenkt. Ach, ja, klar. Das hat der gemacht. Ja, da brauche ich mich ja nicht wundern. Dann machen wir erstmal einen Giftschock. Mal gucken, wie viel das abzieht. Okay. Es lädt sich erstmal auf. Wunderbar. Spezialverteidigung steigt. Das hast du natürlich geahnt. Das hast du natürlich sowas von geahnt. Oh. Oh. Okay. Dann sollte ich jetzt mal wirklich... Ach so, warte mal. Das war doch Gift Elektro, oder? Kampf-Items? Warte mal. Kampf-Items? Nee, ich will doch hier den Pokéball haben. Ja, den setzen wir doch mal ein. Kann ein super Troll-Pokémon werden, sage ich euch. Oh, ist das jetzt schon... Du bist nun mein. Wunderbar. Den wurde gefangen. Ja, ich habe das jetzt mal so betont. Da ging das leichter zu sprechen. Und Schwertgeist erreicht Stufe 30 dadurch. Oh, das sehen wir doch gerne. Also, Erfahrungspunkte und ein neuer Eintrag im Pokédex. Also, Pokédex, was hast du zu diesem Pokémon zu sagen? Deden Nummer 110. Antennen-Typ. Elektro, Fee, Größe 0,2 Meter, Masse 2,2 Kilogramm. Seine Schnurrhaare dienen ihm als Antennen. Durch das Senden und Empfangen von elektrischen Wellen kann es mit weit entfernten Freunden kommunizieren. So, und wollen wir dir einen Spitznamen geben? Ja, ich gebe dir einen Spitznamen. Der sollte hinpassen. So, dann wollen wir das noch klein schreiben, bitte. Sieht eigentlich aus wie so eine Vorstufe von Pikachu. Muss man echt sagen, ja? Also... Aber ich gebe dir einen Spitznamen, der einfach passt. Mauserich. So, und dadurch, dass wir Mauserich jetzt haben, würde ich sagen, ja, sage ich auch, wir werden diesen Part an dieser Stelle beenden. Und ich hoffe, dieser hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon X, sieht man sich!